Der Kopf-Hals-Bereich wird in verschiedene anatomische Regionen eingeteilt, wonach auch die Einteilung der Tumore erfolgt. Ich beginne mit der Nasenhaupthöhle, welche unterschieden wird in zwei Teile. Einmal das Vestibulum Nasi, den Nasenvorraum direkt am Eingang der Nase und der eigentlichen Nasenhaupthöhle, dem Cavum Nasi Proprium. Rechts unten sieht man auch die drei Conchae, die Nasenmuscheln. Rundherum liegen die Nasennebenhöhlen. Kranial der Sinus frontalis, die Stirnhöhle, dorsal davon der Sinus sphenoidalis, die Kalbeinhöhle, lateral davon die Sinus maxillaris, die Kieferhöhlen und im kranialen Bereich die Cellulae etmoidales, die Siebbeinzellen. Zu dem Bereich der Mundhöhle und Lippen gehören neben Ober- und Unterlippe Zahnfleisch und harter Gaumen, Wangenschleimhaut und Mundboden und die vorderen zwei Drittel der Zunge bis zu den Papillae circumvallatae. Links dargestellt mit einer blauen Markierung. Der Pharynx der Rachen wird in drei Teile geteilt. Einmal dem Nasopharynx, den Nasenrachenraum, auch Epipharynx genannt, dem Oropharynx, dem Mundrachen oder auch Mesopharynx genannt und dem Hypopharynx, auch Kehlkopfrachen oder Laryngopharynx genannt. Der Nasopharynx beginnt auf Höhe des Übergangs zwischen dem harten und dem weichen Gaumen und er endet an der Schädelbasis. Die nasale Fläche des weichen Gaumens gehört auch zum Nasopharynx und die Tonsilla pharyngealis und die Tonsilli tubariae im Bereich des Torus tubarius. Auch der Rezessus pharyngeus, die Rosenmüllersche Grube. Caudal davon ist der Oropharynx, welcher die beiden Tonsillae palatini und die Tonsillae lingualis enthält, den gesamten Gaumenbogen, dem Zungengrund hinter den Papillae circumvallatae, das heißt, es schließt direkt an den Mundhöhlenbereich an, die Valecula, die Glossotonsillarfurche und die gesamte Oropharynx-Hinterwand. Zum Oropharynx gehört die orale Fläche des weichen Gaumens und auch die gesamte Uvula. Der Hypopharynx lässt sich an dem sagittalen Schnittbild relativ schlecht darstellen, weshalb ich ihn an dem endoskopischen Bild rechts unten genauer erklären will. Man sieht einmal 1 die Stimmlippe und 2 das Taschenband und 3 ist die Epiglottis. 4 ist die Plica ariepiglottica, die die Epiglottis mit den Arihöckern Nummer 5 verbindet. Lateral davon liegt der Sinus piriformis und 7 oben ventral sieht man den Zungengrund. Der Hypopharynx reicht von der Oberkante der Epiglottis bis zum oberen Ösophagusmund. Der Hypopharynx wird in 3 Bezirke eingeteilt. Einmal den Sinus piriformis, die Nummer 6 unten, beginnt bei der ariepiglottischen Falte und reicht bis zum oberen Ende des Ösophagus. Die Postkrikoid-Region beginnt auf Höhe der Arihöcker und reicht bis zum Unterrand des Ringknorpels. Und die dritte Region ist die Hypopharynx-Hinterwand, die auf Höhe des Oberrandes des Zungenbeins beginnt und bis zum Unterrand des Ringknorpels reicht. Auch der Larynx wird in 3 Regionen eingeteilt. Einmal die Supraglottis, die am Kehlkopfeingang beginnt und bis zum Spalt zwischen den Taschenfalten reicht. Dann die Glottis, das ist die eigentliche Stimmregion, beginnt an der Vorhofritze und reicht bis zur eigentlichen Stimmritze. Und subglottisch ist der Raum kaudal der Stimmritze und reicht bis zum kaudalen Rand des Ringknorpels. Zu der Region gehören auch noch die großen und kleinen Speicheldrüsen. Einmal die Glandula parotis vor dem Ohr, die Ohrspeicheldrüse, die Glandula submandibularis unter dem Mandibularbogen und die Glandula sublingualis, die Unterzungenspeicheldrüse.